first known records of the creature, later known as the Slender Man, came to us from a lone, nameless detective. Now is your chance to relive his tale again. Who knows? Maybe you will be the one to discover a secret known yet to none. Year 1702. You and your young son live in a tiny hamlet, situated amidst lush forests, far away from civilization. And there's the house you live in, the one where it all began. Welcome home. Let's have a look around. To do this, drag the screen left or right. Move into the green circle. Your son, a big fan of playing hide and seek, is at it once again. Find him. The green circles will help you in this task. Son, to let him know that you found him, touch him. It seems like you have a visitor. Come closer to the door. Und damit herzlich willkommen bei Slenderman, The Audience, oder wie das heißt. Guck mal. Slenderman Origins, so. Also der zweite Teil, glaube ich, oder der erste, ich weiß es nicht. Your daily routine was interrupted by someone suddenly and persistently knocking at your front door. The one by your doorstep turned out to be one of your neighbors, an old man. From his nervous and largely incoherent speech, you've made out one thing. A group of local kids went to the forest a few days ago and haven't been seen since. The condition the old man was in made you believe in the urgency of this. Without delay, you set out to search for them. Zu Slenderman The Origins. Jo, der zweite Teil, schätze ich mal. Er hat sich nicht darauf geachtet, ich weiß es auch nicht richtig. Es ist auf jeden Fall der zweite Teil. Und ich werde mal kurz weitermachen. Es ist auf jeden Fall der zweite Teil und ich hoffe, euch macht es wirklich Spaß. Dieser Teil und. Ja, und ich hoffe, euch macht es ebenso viel Laune wie ich und ich hoffe, ihr erschreckt euch damit bei. Ich muss richtig auf Toilette, aber. Ihr habt schön das Intro gesehen von dieses Spielchen. Passt auch wirklich, der Erzähler, der ist wirklich gut. Also, ich glaube, der hat doch den dritten Teil nicht. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Den werden wir auch noch spielen.
ich mich erschrocken, Alter. Entschuldigung, wollte nicht denken, warum ich ein Angsthase bin. Wir werden das Spiel später nochmal spielen. Ich werde erstmal hier den Part beenden. Ich brauche 5 Minuten, ich weiß. Aber ich muss sagen, dieses Spiel ist wirklich Hammer und ja. Wir werden erstmal die Folge beenden. Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich das Teil mache. Los und dieses Video ladet auch gleich hoch und da habe ich gleich getroffen, dass es dann gerade noch andere hoch, die etwas älter sind von Gangster Vegas. Ich konnte keinen Gangster Vegas, das geht nur gestern. Und jetzt habe ich ein paar Folgen aufgenommen. Ich werde jetzt erstmal keine Folgen mehr aufnehmen. Das war die letzte Folge vor der Horror-Folge. Ich muss heute Abend noch schlafen, Alter. Und das hat nicht im Internet gefunden, diese komische Musik da. Ja. Wir werden vielleicht gleich noch eine Runde Agario spielen, agar.io. Und dann ist auch Schluss mit der ganzen Folge. Ich habe da oben meine Prozessanzeige. Ich muss gleich mal aufladen. Mein Handy. Und auch ich habe so einen Akku, was schnell auflädt. Aber je nachdem, wenn ich jetzt erstmal. Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Naja, haut rein, bis dann. Tschüss und euch noch einen schönen Tag. Und ja, ihr seht hier noch ein paar Spiele. Da, hier haben wir noch Horrorspiele ohne Ende. Können wir eigentlich dann noch mit reinpacken. Ja, jetzt ist es zu. Und hier haben wir noch einen Farm Simulator. Der kommt auch noch dran. Solange wir den Subway Simulator beendet haben. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Mr. Mückenjäger. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Euer Mr. Mückenjäger. Und vergesst nicht, ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Bis dann.